Lieber Schütze, das ist das allgemeine Monatsprognose für August 2020. Bis zum 8. August bildet Merkur eine Opposition zu Pluto, Saturn und Jupiter. Mit dieser Konstellation kann es geschehen, dass jemand bösartige Dinge hinter deinen Rücken macht. Vergewissere dich bitte, dass jemand dir die ganze Wahrheit erzählt und ehrlich ist, insbesondere in Verbindung mit dem Geldthema. Zwischen 1. und 4. des Monats haben wir einen Spannungsaspekt zwischen Jupiter und Mars. Du möchtest eine Sache unbedingt haben, aber vielleicht hast du nicht die Ressourcen oder die Unterstützung, die du brauchst. Es ist besser, auf eine Sache zu verzichten, als sich für eine Sache aufzuopfern, die vielleicht sich nicht wirklich lohnt. Am 3. des Monats haben wir einen Vollmond in Wassermann. Ein Umzug oder kleine Reise könnte bald in Frage kommen. Du wirst eine Mitteilung erhalten, die dich besonders aufregen wird. Zwischen 10. und 13. des Monats haben wir einen Spannungsaspekt zwischen Mars und Pluto. Im Bereich der Finanzen könntest du große Schwierigkeiten haben, vor allem wenn du eine große Geldinvestition tätigen möchtest oder ein eigenständiges Ziel erreichen willst. Wenn zutreffend, könnte ein geplanter Urlaub komplett ausfallen oder Schwierigkeiten beinhalten. Hierbei solltest du im Hinterkopf haben, es handelt sich hier um eine allgemeine Aussage. Am 14. haben wir Mond in Zwillinge Sextil mit Mars. Du dürftest viel mit einem Menschen reden. Es kann sein, dass du zu einem gesellschaftlichen Treffen gehst oder dass du Besuch bekommst. Am 15. geht Uranus rückläufig in Stier. Ein Jobwechsel oder eine große berufliche Umstellung wird sich bis Anfang 2021 ergeben. Vielleicht solltest du dir eine neue Verdienstalternative aussuchen, die dir mehr Entscheidungsfreiheit erlaubt. Dann haben wir zwischen 16. und 18. des Monats Venus Sextil Uranus. Du wirst eine abwechslungsreiche Zeit erleben. Es ist wahrscheinlich, dass du dich um eine ernsthafte Angelegenheit kümmern musst, die im Juni begonnen hat. Am 19. haben wir unseren Neumond in Löwe. Dieser Mond ist ein Hinweis darauf, dass man sich nach der Wahrheit richten soll, anstatt an das Gute in den Menschen zu glauben. Eine Reise oder wichtige Veranstaltung hat entweder vor kurzem stattgefunden oder wird spätestens am Monatsende zur Frage kommen. Zwischen 20. und 24. haben wir Mars Quadrat Saturn. Dieser Aspekt wird bis zum Jahresende aktiv bleiben. Deine Geduld und Durchsetzungsvermögen können auf die Probe gestellt werden. Zwischen 25. und 29. bildet Merkur einen Trigon zu Jupiter. In kürzester Zeit wirst du einiges erledigen können. Meinungsunterschiede können leichter als sonst an diesen Tagen entstehen, vor allem wenn man sich nur von Emotionen leiten lässt. Und dann zum Schluss haben wir zwischen 30. und 31. des Monats Venus in Opposition zu Pluto. Emotionen werden sich in der Zeit intensivieren. Mein lieber Schütze, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose. Wenn du eine individuelle Voraussage benötigst, meine Kontaktdaten findest du bei der Videobeschreibung. An dieser Stelle wünsche ich dir alles Gute, viel Erfolg und wir sehen uns im nächsten Video.